Das ist sozusagen meine Darstellung, die ich jedes Jahr ändere. Seit 30 Jahren, so sieht das aus. Das heißt schön bunt. Genauso bunt sind auch die Aktien, die ich hier drin habe. Ende dieses Jahres höre ich auf zu arbeiten. Okay. Und meine finanzielle Freiheit habe ich somit schon ein bisschen eher erreicht. Was ist jetzt so deine Empfehlung für unsere Zuschauer? Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf Aktienlust TV. Heute habe ich mal keinen klassischen Experten in dem Sinne hier bei mir auf der Couch, sondern einen Privatanleger, Portfolio-Manager und auch Aktienlust-Club-Mitglied, nämlich den Stefan Greuder. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist. Nicole, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin froh, dass ich hier auf der roten Couch sitzen darf. Ist ja nicht das erste Mal, dass du bei uns hier auf der roten Couch bist. Du warst schon auf dem Börsentag in Frankfurt, noch vor Corona hier bei uns, 2019 und 2020. Und heute wollen wir mal schauen, was sich seitdem so alles geändert hat. Du hast ja Anfang des Jahres einen ganz großen Meilenstein für dich erreicht, eben durch langfristiges Investieren an der Börse. Und wie du das geschafft hast, was deine Portfoliostrategie ist, welche Rolle dabei unser Aktienlust-Club spielt und warum der 31.09.2024 so ein wichtiges Datum für dich ist, darüber sprechen wir heute im Video. Wir wollen heute mal unseren Zuschauern aufzeigen, was mit langfristiger Börsenanlage alles möglich ist. Und da bist ja du als Aktienlust-Club-Mitglied quasi das beste, der beste Vorzeigeobjekt, wollte ich sagen. Ja, du hast ja in den letzten beiden Interviews 2009 und 2020, seitdem hast du dich extrem weitergewickelt. Ich sag jetzt mal vom Kleinanleger, so hast du dich ja damals genannt, zum erfolgreichen Portfolio-Manager. Vielleicht magst du noch mal in kurzen Worten deine Geschichte erzählen. Ja, sehr gerne. Also ich habe schon als junger Mann angefangen zu sparen. Sparen hat mir immer total viel Spaß gemacht. Wenn ich mein Taschengeld hatte, habe ich das beiseite gelegt. Und mein Ziel war immer gewesen, irgendwann einmal finanziell frei zu sein. Und an diesem Ziel habe ich gearbeitet. In früheren Zeiten hat man natürlich noch nicht so die Aktien investiert, wie man das heute macht, und hat auch nicht die Informationen. Also ich habe damals Sparbriefe mir angeschafft, ich hatte Bundesschatzbriefe, Anleihen, Unternehmensanleihen. Und erst im Laufe der Zeit kamen die ersten Aktien dazu. Und dieses Portfolio habe ich dann ausgebaut im Laufe der Jahre jetzt zu diesem breit gefächerten Aktienportfolio, was ich besitze. Und wie genau ist da deine Strategie bei deinem Portfolio? Also prinzipiell habe ich eine Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, die Entscheidung, Aktien zu kaufen, ist für mich sehr schwierig. Ich zaudere oft, manchmal bin ich auch zu spät, aber ich versuche, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unternehmen, deren Modell ich verstehe, Unternehmen, die ich schätze, wo ich denke, dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Verkäufe habe ich sehr, sehr selten. Das heißt, ich habe 2019 habe ich mal eine Bayer-Aktie verkauft. Da war das Thema Monsanto. Und da bin ich auch sehr froh, die Aktie ist ja bis seitdem minus 80%. Und ich habe mich auch mal von einer Fresenius Medical Care Aktie getrennt. Eckpunkte für mein Portfolio sind 60% Aktien, 20-25% Gold. Ich habe aber auch ETFs, Festgeld und ich habe sogar Bitcoin in meinem Portfolio. Also quasi breit gestreut. Breit gestreut. Ja. Ich kann das gerne mal zeigen, wie das aussieht. Das habe ich mitgebracht. Das ist sozusagen meine Darstellung, die ich jedes Jahr ändere. Seit 30 Jahren, so sieht das aus. Das heißt schön bunt. Genauso bunt sind auch die Aktien, die ich hier drin habe. Jede Spalte ist eine Aktie oder eine Anlage und ich habe jeden Monat frage ich die aktuellen Werte nach. Und da ich auch gerne die Auswertungen habe, habe ich hier unten Kuchendiagramme, die mir zum Beispiel meine Aktienquote zeigen oder den Anteil meiner Anlagen. Und ja, das ist meine aktuelle Aufstellung. Also gut strukturiert, würde ich mal sagen. Das sehe ich auch so. Und was hat sich jetzt seit den letzten 4 Jahren, seit unserem Interview so alles bei dir, wie hat sich das noch entwickelt? Also ich habe in den letzten 3-4 Jahren sehr viel gelernt und habe mich weiterentwickelt. Zum Beispiel habe ich vor 3 Jahren eine Ausbildung als Portfolio-Manager gemacht, Portfolio-Manager für Aktien und Wertpapiere, und habe mich in diesem Rahmen auch sehr stark mit Trading beschäftigt. Okay. Ich habe auch, bin vorsichtig, aber sicher in die Kryptowelt eingestiegen und habe auch Bitcoin, mit denen ich auch gute Erfolge hatte und auch schon große Gewinne rausgezogen habe. Und seit 3 Jahren bin ich Clubmitglied bei der Aktienlust. Und ich muss sagen, das ist
klasse, es gibt tolle Seminare, man kann viele Gleichgesinnte treffen, aber wir kommen bestimmt später auf das Thema nochmal zu sprechen. Genau, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gesehen, du hast ja jetzt hier deine Spalten, hast natürlich auch viele Einzelaktien. Wie sehen da deine Neuigkeiten zu Einzelaktien aus? Du hast ja gesagt, du hast eine Bayer verkauft, aber was hast du da für Einzelaktien in deinem Portfolio? Also ganz früher hatte ich mal einige deutsche Aktien, eine Strabag, eine Bayer, das, was ein Deutscher als Aktien früher hatte. Und das waren ungefähr 5 Aktienwerte. Und mittlerweile habe ich ein Aktienportfolio von 18 Aktien. Und ganz wichtig sind für mich die erfolgreichen Tech-Aktien. Da bin ich wirklich in allen investiert, außer Tesla. Also Alpha, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Meta. Und die sind wirklich sehr wichtig in meinem Portfolio. Parallel dazu habe ich mir einen Bereich mit Dividendenaktien aufgebaut. Da geht es mir um das passive Einkommen. Okay. Also da sind drin Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, McDonald's, Nestle und Pfizer zum Beispiel. Und ich liebe auch gerne die Luxusaktien. Also nicht die Handtasche, sondern die Aktie kaufe ich dann für das Geld. Das heißt eine LVMH, Louis Vuitton, Hermes. Und ich habe zum Beispiel auch eine Linde zum Thema Wasserstoff in meinem Portfolio. Aber du bist ja jetzt doch ziemlich tech-lastig, wie ich das mitbekommen habe. Hast quasi auch die Magnificent Seven, bis auf Tesla, hast du gesagt. Ja, genau. Hast du da nicht auch so ein bisschen Angst, dass das, ich meine, wir sehen es überall Fahnenstangen, auch bei Nvidia, dass es nicht dann einfach doch auch mal korrigiert? Ich bin ein extrem ängstlicher Typ. Aber nein, ich habe überhaupt keine Angst. Das liegt daran, dass ich Buy and Hold fahre. Das heißt, auf lange Sicht gesehen mache ich mir überhaupt keine Sorgen um mein Portfolio, auch wenn es mal Korrekturen gibt. Vielleicht zu den Märkten. Bei Deutschland bin ich im Moment sehr vorsichtig. Das liegt an den politischen Rahmenbedingungen, das liegt an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das liegt an den hohen Energiepreisen in Deutschland. Aber natürlich kann man eine Allianz kaufen mit eine Dividendenrendite von 5,4%, soweit ich weiß, oder an Münchner Rück, damit kann man nichts verkehrt machen. Ich persönlich glaube mehr an die innovative Kraft der amerikanischen Aktien. Wenn ich überlege, das Kapital des DAXes aller Firmen zusammen ist gerade mal so viel, wie Apple hat. Und da sieht man mal, wie relativ unwichtig eigentlich der deutsche Markt ist im Verhältnis zu den großen Playern. Ja. Und wenn ich mir dann Märkte anschaue wie Indien, China oder Japan, dann muss ich sagen, ich habe mir zweimal die Finger verbrannt. Zweimal China. Und seitdem lasse ich die Finger davon, weil ich verstehe das Land nicht, ich verstehe die Politik nicht, ich verstehe die Wirtschaft nicht richtig. Und insofern ist es bestimmt für viele interessant, aber ich bin raus aus diesem Thema. Okay. Jetzt hast du ja anfangs gesagt, du hast 25% in Gold, auch in physischem Gold. Jetzt ist ja der Goldpreis relativ auf Allzeithoch, auch wieder bei 2000 US-Dollar. Kaufst du da immer noch nach? Wie ist da deine Strategie? Warum physisch? Erzähl uns doch da mal was dazu. Also meinen Goldanteil habe ich im Laufe der Zeit immer weiter aufgebaut, auf 20-25%. Das ändert sich natürlich ein bisschen, je nachdem, wie die Aktienwerte stehen. Und ich werde auch künftig meinen Goldanteil in genau dieser Höhe behalten und gegebenenfalls auch Gold nachkaufen. Ja, zu Beginn des Jahres hast du gesagt, du hast einen ganz wichtigen Meilenstein in deinem Leben erreicht. Du bist nämlich durch die Börse Millionär geworden. Wie hat sich das für dich angefühlt? Fantastisch. Gratulation nochmal. Ja, da waren natürlich die letzten Jahre entscheidend. In den letzten Jahren ist die Börse auch sehr gut gelaufen. Und ich habe tatsächlich dadurch meine finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Ich habe eine jährliche Rendite von, sagen wir mal, im Schnitt 20% geschafft. Und das will ich natürlich auch weiter fortführen. Und ich bin meiner Strategie immer treu geblieben. Und das heißt, ich überprüfe, ich tracke und ich ändere auch für kleine Korrekturen durch jedes Jahr an meinem Portfolio. Aber die Richtung bleibt gleich. Und den größten Schub habe ich halt durch die Tech-Aktien in den letzten Jahren bekommen. Und ja, jetzt möchte ich vielleicht nochmal eine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen. Gerne. Wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt. Ja. Ungefähr vor 8 Jahren. Und du hast dir damals mein Portfolio angeschaut. Ja. Und du hast gesagt, ja, das kann man so machen. Okay. Und dann hast du gesagt,
hast du dich mal mit der Amazon-Aktie beschäftigt? Und da war ich kann mich erinnern. Ja. Und da war ich total erstaunt und habe gesagt, was, Amazon, das ist doch der Buchhändler aus, der Buchhändler aus dem Internet. Ja. Das war er natürlich damals nicht mehr vor 8 Jahren, aber für mich war das noch der Buchhändler aus dem Internet. Und da, vor 8 Jahren, habe ich angefangen, in Amazon zu investieren und dann auch mit in die anderen Tech-Aktien. Ich habe dann Microsoft gemacht, ich habe nachgekauft und deswegen habe ich die Breite und die Höhe, den Anteil an Tech-Aktien in meinem Portfolio. Ja. Also es war ein sehr wichtiger Schritt für mich damals. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Oh, Dankeschön. Ja, dann hast du ja gesagt, ein anderes wichtiges Datum für dich ist der 31.09.2024. Warum? Ja, Ende dieses Jahres höre ich auf zu arbeiten. Okay. Und meine finanzielle Freiheit habe ich somit schon ein bisschen eher erreicht. Mhm. Mein Ziel war gewesen, mit meinem Ruhestand sozusagen dieses Ziel zu erreichen. Jetzt ging es doch ein bisschen schneller. Und da bin ich natürlich auch sehr froh und ich bin, glaube ich mal, in einer guten Position. Aber eins steht schon fest, ich werde auf jeden Fall im Finanzbereich weiterarbeiten. Okay, sehr gut. Von der Rente ist ja heute jetzt nicht mehr allzu viel zu erwarten, das weißt du selbst. Was machst du da jetzt mit deinem Portfolio? Hast du jetzt ein großes Portfolio aufgebaut? Ich habe mal gehört, du hast auch so einen Entnahmeplan. Wie sieht das aus bei dir? Also zunächst mal ganz wichtig, ich glaube an die 7%-Regelung. Okay. Das heißt, die 7%-Regel, das heißt, wenn ich eine Rendite von 7% habe, habe ich die Möglichkeit, bei einem guten Portfolio meinen Wert in 10 Jahren zu verdoppeln. Wenn ich jetzt mit meinen 20% mal rechne, dann brauche ich nur 4 Jahre dafür, um mein Kapital zu verdoppeln. Das heißt, da sind ja ungeahnte Möglichkeiten, die mir noch bevorstehen. Und die möchte ich natürlich nutzen. Und meine Rentenlücke, die werde ich einfach mit der Entnahme von Geld aus meinem Portfolio füllen, damit ich so weiterleben kann wie bisher. Ja, für viele, die da draußen jetzt zuschauen, natürlich sehr inspirierend. Was ist jetzt so deine Empfehlung für unsere Zuschauer? Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Ganz wichtig, anfangen, heute anfangen. Cool. Ja, sparen, investieren, Sparpläne abschließen. Du erinnerst dich, Beate Sander? Breit gestreut neben Reut, ja. Perfekt. Also anfangen kann man in jedem Alter. So ist es. Und natürlich aus den anderen, mit Börsenprofis, mit der Community, auf Messen, Vorträgen und Aktienlustclub. Ich will da vielleicht noch mal ein kleines Diagramm zeigen, wenn man es gut macht, wie es aussehen kann. Mhm. Das sind meine letzten 30 Jahre. Hier habe ich angefangen mit 20.000 Euro. Das waren damals 40.000 D-Mark und das war für mich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und der Weg ist lang und beschwerlich, das muss man auch sagen. Reich wird man an der Börse, wenn überhaupt, dann braucht man einen langen Zeitraum. Und dann kommt irgendwann der Zinseszins und dann geht die Kurve hoch. Hier sieht man zum Beispiel den Corona-Einbruch. Ja, und im Moment bin ich hier und ich hoffe, dass ich natürlich dann bald ein DIN A3-Blatt brauche. Ja, da sieht man mal, was man mit dem Zinseszins im Endeffekt in den späteren Jahren alles erreichen kann. Jetzt hast du ja noch unseren Aktienlust-Club erwähnt. Was macht für dich den Aktienlust-Club so besonders? Ja, das kann ich einfach erzählen aus meiner Historie. Früher waren die Informationen beschränkt, deswegen hatte ich irgendwelche deutschen Aktien. Und der Aktienlust-Club, der bringt mir ganz viel Mehrwert, weil ich in Kontakt mit euch bin. Ich kann mir Vorträge anhören, Kommunikation, Gleichgesinnte finden, austauschen, Seminare zu bestimmten Fachthemen, Events, die Experten persönlich treffen und hautnah erleben, wie heute Morgen Jürgen, Mick und dich natürlich auch. Ja. Und das ist total wichtig und bringt einen weiter. Ja, du bist ja auch fast auf jedem Event bei uns dabei. Was war so für dich persönlich die schönste Veranstaltung, der schönste Moment? Vielleicht möchtest du da noch was erzählen. Ja, da gab es natürlich tolle Sachen im Laufe der Jahre. Sehr toll fand ich zum Beispiel letztes Jahr die After-Work-Schifffahrt auf dem Main, die wir gemacht haben. Da war natürlich auch ein bisschen Alkohol im Spiel, aber das hat wirklich viel Spaß gemacht. Oder die Börsenshow, die immer regelmäßig stattfindet. Und das Finale letztes Jahr in der Fasanerie in Fulda war ein ganz tolles Event. Oder die Stammtische während bei den Börsentagen. Ja. Gestern Abend waren wir alle zusammen im Alex und haben uns ausgetauscht. Und das, dafür ist einfach so eine Community wie Aktienlust einfach eine tolle Sache. Ja, das freut uns. Ja, dann
danke ich dir erstmal, lieber Stefan, für das Interview, dass du dich hier auch getraut hast, deine Geschichte ja mitzugeben, preiszugeben. Von daher gerne einen Daumen nach oben für den Stefan. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir viele Menschen da draußen oder viele Zuschauer inspirieren konnten und natürlich auch ja, für unseren Club motivieren können, hier beizutreten oder mitzumachen. Infos findet ihr unter dem Video, schaut es euch einfach mal an. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Zeit hier auf dem Börsentag. Sag danke. Und mein Schlusswort, erstmal Daumen hoch. Und nochmal vielen Dank, dass ihr mir so beim Vermögensaufbau geholfen habt. Das war eine tolle Leistung. Dankeschön. Freut uns.